Eivor, hast du Werch gesehen? Petra, was ist los? Nun ja, mein Bruder. Werch sollte schon vor Stunden zurück sein, aber ich finde ihn einfach nicht. Sonst ist er immer pünktlich. Ich würde die Wälder nach ihm absuchen, doch allein wäre es aussichtslos. Hilfst du mir? Zu zweit können wir ein größeres Gebiet abdecken. Wir sollten sofort aufbrechen. Wo fangen wir an? Na, Medes Harmstede. Dort kauft er seine Gerbstoffe. Ich weiß, dass er manchmal an einer Kreuzung auf halbem Weg Rast einlegt. Wir könnten seine Spur verfolgen. Mit etwas Glück hat er keine Dummheiten angestellt. Ach, macht er so etwas öfter? Eigentlich nie. Deshalb mache ich mir solche Sorgen. Ich habe dir doch erzählt, wie wir ihn gefunden haben, nicht wahr? Das hast du. Ein weißer Hirsch führte dich zu einem Findelkind im Wald. Eine Schicksalsbegegnung. Schicksal, genau. Als ob ihn ein Beschützer an den Nächsten übergeben hätte. In etwa wie... wie ein Kind im Schilf. Dort drüben. Er könnte in der Nähe Rast gemacht haben. Dann hat er Spuren hinterlassen. Hier drüben. Werkzeuge? Falls sie Welch gehören, wieso sollte er sie hier aus seiner Tasche holen? Hier geht es unter die Erde. Wer weiß wohin? Lassen wir uns nicht beirren. Vorsicht, Petra. Sieh dir seine Augen an. Stimmt etwas nicht. Was für ein beißender Geruch. Irgendwie berauschend. Ich erkenne ihn nicht. Ich kenne diesen säuerlichen Geruch. Kann ihn aber nicht zuordnen. Nicht der Duft des Todes, sondern irgendwie angenehm.
Kleidung von Werch. Die Hose ist nass. Hat sich wohl eingepisst. Werch war hier und hat sich offenbar eine Mahlzeit zubereitet. Jemand wurde verwundet. Vermutlich ein Messerangriff. Göttern, Eivor! Eivor, komm hier entlang! Was hast du entdeckt? Ich habe ihn gesehen, Eivor. Ganz in der Nähe. Welch? Den weißen Hirsch. Den weißen Hirsch, der mich vor Jahren zu Werf führte. Er war dort. Ich habe ihn gesehen. Bist du sicher? Peter, wo bist du? Ich bin hier! Komm! Peter? Hallo? Mimir, führe mich. Habe ich sie auch verloren? Petra! Zeig dich mir! Es wird dunkel! Ah, der Hirsch. Er wird wissen, wo sie steckt. Es tut mir leid, dich zu stören, Herr. Eivor, schön, dich zu sehen. Bist du der weiße Hirsch, von dem Petra erzählt hat? Ha, natürlich bin ich das. Sieh mich an. Vielleicht kannst du mir helfen. Petra ist verschwunden. Ich muss sie wiederfinden, bevor die Sonne untergeht. Oh nein, Petra ist nicht verschwunden. Sie ist nah, sogar sehr nah. Und sie wartet auf dich. Folge mir. Du bist der Hüter dieses Ortes. Wie lebt es sich hier? Hier draußen in den Hügeln und Tälern von Mercia? Oh, man schlägt sich so durch. Ich esse, schlafe, tolle umher. Mir fehlt es an nichts und ich genieße jeden Moment. Ein gutes Leben. Und was haben Petra und du hier draußen in den Tiefen des Waldes verloren? Seid ihr auf der Jagd? Könnte man sagen, ja. Wir suchen nach ihrem Bruder, Welch. Sie hat den ganzen Tag auf ihn gewartet. Du meine Güte, ja. Wo könnte Welch nur sein? Oh, wo nur? Ja, wo? Ha! Ist Petra nah? Haben wir sie verloren? Vor einem Moment war sie noch hier. Was geht hier vor? Ich kann nicht bleiben. Nicht hier, nicht jetzt. Jötner! Der Schweiß der Schlacht fließt! Kehre zurück nach Jötunheim! Geh jetzt! Oder finde hier den Tod! Was hast du Petra angetan? Geduld, keine Schande. Was bezahlst du? Was hast du Petra angetan? Sag es mir! Eivor, halt ein! Ich bin hier! Ich bringe sie zum Reden, Petra! Ich muss die Wahrheit erfahren! Ich muss wissen, wo du bist! Eivor, ich bin doch hier! Du musst nicht mit den Kadavern sprechen! Ja, verzeih. Jetzt komm! Ich glaube, ich weiß, was wir da finden werden. Dort oben! Seine Spuren führen dort entlang. Petra, ich traf deinen alten Freund, den weißen Hirsch. Doch er verschwand vor meinen Augen, noch bevor ich dich fand. Du bist besucht worden. Für kurze Zeit. Wir sprachen, bis er sich in Luft auflöste. Wirklich schade. Ich habe seine Anwesenheit genossen. Ah, sieh dort! Welch seltsamer Zelda, Petra. Wo bist du? Hier
Petra, wie machst du das nur? Das ist ganz einfach. Ich denke daran und dann passiert es einfach. Versuch es selbst. Schon wieder? Wie geht das? Wie soll das gehen, Petra? Versuch es einfach. Lauf auf einer geraden Linie. Nein, 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 zu weit! Zu weit! Unglaublich! Du hast es geschafft, genau wie dein Zünen. Und du hast keinen Kratzer. Lass uns gehen. Welch sollte dort drüben sein. Bist du sicher, dass Welch hier ist? Ich sehe niemanden. Ich denke schon. Wir sollten die Kaninchen fragen. Die wissen bestimmt etwas. Natürlich. Die Kaninchen. Hier waren wir schon einmal. Hier griffen uns die Wölfe an. Genau. Hoffentlich sind ihre Geister nicht rastlos und erwachen, um uns zu zerfleischen. Oh nein, die Wolfgeister sind erwacht. Guten Tag, Herr Archer. Ich will nicht lange stören, aber hast du meinen Bruder Berg gesehen? Verflucht! Er spricht kein Kaninisch. Jetzt, rasch! Der Hirsch ist zurückgekehrt. Da, siehst du ihn? Der weiße Hirsch. Er führt uns zu Welch, genau wie damals. Ich sehe ihn. Und ab! Komm jetzt, Eivor, dem Hirsch hinterher! Nein, nein, geh nicht! Warte, wir sind zu Hause. Wir sind im Kreis gelaufen und haben nichts erreicht. Also wonach suchen wir? Welch? Du stinkendes Wiesel! Wir haben nach dir gesucht! Und hier bin ich, ausgeruht und bereit zur Arbeit. Du warst tagelang weg. Ich habe mir zu viel aufgeladen und kam nur langsam voran. Also habe ich eine Rast eingelegt und mir eine leckere Pilzsuppe gekocht. Doch es waren wohl ein paar seltsame Pilze dabei. Ich habe mir die Kleider vom Leib gerissen und bin nackt und geschunden im Wald aufgewacht. Also schlich ich mich in die Siedlung, nackt wie Gott mich schuf, und besorgte mir etwas Kleidung. Und jetzt hole ich mein Werkzeug. Pilze. Dann war der Hirsch auch nur ein Traum. Möglich. Doch spotte nicht über deine Träume. Sie sind oft kostbarer als deine Wachenstunden. Vielleicht vernebeln mir diese Pilze noch den Kopf, aber das ist echt schön. Das hat Spaß gemacht. Das sollten wir wiederholen. Aber vielleicht ohne die Pilze. Gern. Aber wir sollten die Kaninchen um Erlaubnis fragen. Oh, Kauba, du bist ein Feiner. Ruhe da! Eivor,
Tür sei Dank. Ich habe laute Stimmen gehört. Ist etwas? Holmgeir hat mich bestohlen. Ich verlange, dass er bestraft wird. Stehlen ist ein starkes Wort. Stiehlt das Reh, wenn es aus dem Fluss trinkt? Bestiehlt die Krähe ein Feld, wenn sie das süße Gras frisst? Die Angelegenheit erfordert ein feinfühliges Urteil. Würdest du? Natürlich. Nochmal von vorn, bitte. Sieh an! Dir scheint keine Ausrede zu gering zu sein. Du kannst nicht von diesem Stuhl lassen, was? Wer eignete sich besser, um in Sigurds Abwesenheit die Konflikte zu lösen? Vielleicht lässt du sie das selbst klären. Aber das würde bedeuten, etwas abzugeben, nicht wahr? Beginn von vorn. Sag mir, was passiert ist. Ich beginne. Also, dieser philisterhafte Sachse hat mich fälschlicherweise beschuldigt. Ein Philly, was? Machst du dich über mich lustig? Ruhe bitte. Ich höre beide Seiten an und treffe eine Entscheidung über die Notwendigkeit einer Wiedergutmachung. Verstanden? Ruhe dann. Erzähl mir deine Sicht auf die Geschehnisse. Nun, wie du sicherlich weißt, sind Holmgeir und ich Nachbarn. Ich habe ihn oft dabei erwischt, wie er in meinem Stall Werkzeuge stahl. Auslieh. Holmgeir, lass ihn sprechen. Stehlen, ausleihen, es ist doch so. Ich habe ihm stets gestattet, zu nutzen, was er braucht. Ich bewundere eure nordische Großzügigkeit und wollte ihr gerecht werden. Aber heute Morgen hat Holmgeir meine Güte ausgereizt. Als ich den Stall zur Fütterung betrat, fehlte meiner schönsten, sanftmütigsten Stute der Schweif. Kein einziges Haar war mehr da. Ich schäme mich, es zu sagen, aber mein erster Verdacht führte mich zu Holmgeir. Und ich hatte recht. Denn als ich hinüberspähte, sah ich, wie er den in Farbe getränkten Schweif des Tieres in der Hand hielt und ihn über einen Stoff... Ich malte, Ruadan. Ich malte. Bei dir klingt das so primitiv. Siehst du? Diese ganze Überheblichkeit. Es wird Jahre dauern, bis Elfjifus Schweif wieder so lang ist. Ich verlange eine Wiedergutmachung. Ich verstehe. Hab Dank, Ruadan. Holmgeir, erzähl mir deine Sicht. Eivor, du kennst mich seit Jahren als Skalde. Du hast gesehen, wie meine Gedichte den Menschen Freude und Weisheit bringen. Und du weißt, dass meine Arbeit eine gewisse, na sagen wir, Freiheit braucht. Ich brauche für meine Dichtkunst häufig seltene Dinge. So ist das nun mal. Und oft, wenn mir das nötige Werkzeug fehlt, muss ich etwas Neues probieren. Alves Gehstock, Tovas Farben, man gab mir all das freigebig. Du hast meinem Pferd den Schweif für einen Pinsel abgeschnitten, du! Wo dann? Nun, wie ich bereits ausgeführt habe, erkannte ich an diesem schicksalhaften Morgen, dass meine poetischen Bestrebungen einige wohlplatzierte Pinselstriche vertragen könnten. Ich dachte da an einen faserigen Ast, einen Stoff oder meine Hände. Aber nein, ich brauchte etwas Weicheres. Für den perfekten Pinsel brauchte ich das feine Haar eines gepflegten Pferdes. Und da kam mir eine bekannte Quelle in den Sinn. Du hast Elfjifus Schweif am Steiß abgeschnitten, ohne zu fragen! Es war früh am Morgen. Ich wollte dich nicht wecken. Vielen Dank, Holmgeir. Ich denke, ich verstehe deine Sicht. Ich denke, ich habe genug gehört. Wenn ihr bitte... Mein Pferd sieht grässlich aus. Es ist kaum ansehnlicher als ein Esel. Du musst etwas unternehmen. Verwechsle Haar nicht mit Schönheit, Ruadan. Sie strahlt noch immer. Elfjifus Haar wird bald nachgewachsen sein. Ruhe, alle beide. Hört zu. Holmgeir, Ruadan ist eindeutig im Recht. Du hast den Schweif abgeschnitten, ohne um Erlaubnis zu fragen. Ich habe ihn nur geliehen. Geliehen! Da er nachwachsen wird, ist es doch ein Verbrechen ohne Geschädigten. Es wurden gleich zwei geschädigt, Holmgeir. Du hast genommen, ohne zu fragen, und das ist nicht hinnehmbar. Da sein Pferd nun weniger wert ist, wirst du Ruadan das erstatten, was er dafür bekommen hätte. Aber er wollte es nicht verkaufen. Gib es zu, Ruadan! Meine Entscheidung ist endgültig. Begleicht deine Schuld und begegnet euch morgen als Freunde. Und darf ich dann das Pferd behalten? Bezahl den Mann, dann ist die Sache erledigt.
Ruhe dann. Ist das genug? Ja. Vielen Dank, Eivor. Gut. Dann lassen wir die Sache mit Tyrs Segen ruhen. Wir sind fertig. Kehrt in Frieden nach Hause zurück. Erlaubst du mir, dich mit einem farbenfrohen Bild zu entlohnen? Immerhin hast du zu seiner Entstehung beigetragen. Oh, hallo, Eivor. Sei gegrüßt. Dieser Holmgeher ist schon etwas eigen. Ich beneide ihn fast. Er sieht die Welt durch solch ein trübes Glas und hat nur belanglose Probleme. Er geht so sorglos durch die Welt. Verfolgen wir diesen Gedanken nicht so weit. Ich brauche dich so, wie du bist. East Engler steht uns bei. Ihr König Oswald hat uns seine Treue zugesichert. Eivor Königsquell werden wir dich bald nennen. Bemerkenswerte Neuigkeiten. König Ciovulf hat Ciolbert nach Schrobischir geschickt. Er hofft, ihn dort als Aldermann einzusetzen. Schön. Er sollte sich gut machen. Hat er doch viel von dir gelernt. Ich gab ihm nur einen Vorgeschmack auf mein Wissen. Alles Übrige muss er selbst herausfinden. Noch etwas. Ich weiß nicht, ob du es hörtest, aber Swain verstarb vor kurzem. Der arme Mann, er entschlief in seinem Bett. Das wusste ich nicht, nein. Und Tova? Sie muss am Boden zerstört sein. Es ist hart für sie. Sie verbringt recht viel Zeit an seinem Hügelgrab. Sprich mit ihr, wenn du die Zeit findest. Tova. Eivor, es ist Swain. Er starb, als ich fort war. Tova, tut mir leid, dass ich auch nicht hier war. Niemand war hier. Am Morgen wollten wir Teglas Fässer einbrennen und sprachen noch über unser Abendessen. Als ich ihn abholen wollte, lag er in seinem Bett. Ich dachte, er schläft. Doch er war schon von uns gegangen. Ich bin sicher, er ging in Frieden. Aber er hatte noch große Pläne, so viel zu erledigen. Er hatte noch so viel vor. Sein Tod war so nutzlos. Nicht wie in unseren Geschichten. Welche Geschichten meinst du? Wenn wir Geschichten der Alten und Weisen erzählen, schwebt über ihnen diese zufriedene Ruhe. Sie wissen, dass ihr Ende gekommen ist. Und sie sind bereit. Swain war nicht bereit. Ich war noch nicht bereit dafür. Er wollte mir noch vieles beibringen. Ich wollte noch mehr lernen. Jeder sieht mich an, als könnte ich einfach seine Arbeit weiterführen. Als wäre nichts geschehen. Weil sie es nicht wissen. Sie wissen nicht, dass ich nicht bereit bin. Das Leben verlangt manchmal mehr von uns, als wir zu geben bereit sind. Wir können nur unser Bestes tun. Ich war nicht bereit, meine Eltern zu verlieren. Und doch wurden sie mir in einem Augenblick genommen. Ich hielt durch, weil ich leben wollte. Das muss hart gewesen sein. Aber du bist so stark, so entschlossen. Jemand anderes hätte sich vielleicht besser geschlagen. Oder schlechter. Doch das ist mein Schicksal. Also nehme ich es an. Ich weiß, dass Swain an dich geglaubt hat, an dein Können. Glaubst du auch an ihn? Vertraust du ihm? Er war der geschickteste Künstler, den ich je kannte. Und er wählte dich. Ob du an der Aufgabe wächst oder sie ablehnst, ist deine Entscheidung. Aber vergiss nie, dass er an dich glaubte. Vielen Dank, Eivor. Ich muss nach Hause. Sei stark, Tova. Vergiss nicht, dass wir dich schätzen.